Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wie wir sehen, habe ich jetzt mittlerweile alle Gipskartonplatten angebracht, also kommen wir nur noch zum Spachteln. Wichtig ist nochmal vor dem Spachteln, dass unsere Vorbereitungen ordentlich abgeschlossen sind. Das heißt, dass wir wirklich auch an den ganzen Verbindungskanten hier unsere Fugen gelassen haben. Das heißt, dass wir auch wirklich hier Spachtelmasse einbringen können. Haben wir das nochmal vergessen an irgendwelchen Stellen, kann man hier im Notfall nochmal mit einem Cutter Fugen hineinschneiden. Wichtig, ohne Fugen funktioniert jedenfalls der Spachtel nicht. Ich würde auf keinen Fall Gipskartonplatten auf Stoß einbauen und wenn ihr darüber spachtelt, das reißt definitiv auf. Des Weiteren sollten eure Fugen auch sauber sein und es sollten auch keine Rückstände von irgendwelchen Gipskartonplattenkleber oder Bauschaum oder was auch immer irgendwie hier vorstehen. Denn wenn ihr darüber spachtelt, könnte es sein, dass das nicht mehr richtig hält oder irgendwie anders sich negativ auswirkt. Also die Vorbereitung sollte schon einwandfrei sein. So, zum Spachteln benutzen wir dementsprechende Spachtelmasse. Ich will hier keine Werbung für irgendwelche Hersteller machen. Da ist die eine genauso gut wie die andere. Da geht ihr einfach mal in euren Baumarkt und lasst euch ein bisschen beraten. Als allererstes kommen wir nun zum Anmischen des Gebindes. Hier haben wir unsere Spachtelmasse. Und wir sollten immer saubere Gefäße verwenden. Also wenn ihr am Vordach damit schon gearbeitet habt, kratzt sie richtig sauber, macht sie richtig frei von Rückständen oder benutzt neue Gefäße, die sind auch nicht so besonders teuer. Dasselbe gilt auch für eure Werkzeuge, sie sollten auch sauber sein und wichtig, nicht verrostet. Auch verrostete Kellen und Ähnliches wirken sich hier nachteilig aus, da der Rost sich dann in die Spachtelmasse oder den Gips, was auch immer ihr anrühren wollt, einfügt und dann haben wir immer so einen braunen Schleier in der Spachtelmasse. Wenn ich das dann auf die Gipskartonplatten ausspachtel, kann es sein, dass er komplett dauerhaft drinne bleibt, dieser Schleier, und wir tapezieren dann eventuell drüber oder putzen drüber und dann kommt dieser Rost eventuell durch. Also sollte man hier nur saubere Werkzeuge verwenden. So, also fangen wir erstmal an, das Gebinde anzumischen. Dafür nehmen wir nicht zu viel, besonders wenn wir das zum ersten Mal machen, erstmal lieber weniger anmischen und dann öfters anmischen, als einmal zu viel anmischen. Und dann haben wir den Salat, dann ist nämlich das Gebinde trocken und wir kommen nicht zur Rande. So, ich mische nun hier eine kleine Menge an. Wenn ihr allerdings schon etwas mehr auf Zack seid mit der Spachtelei, könnt ihr euch auch mal größere Gebinde oder größere Mengen anmischen. Dann nimmt man dann einfach hier so einen Eimer und dann schlage ich euch auch vor, zum Verquirlen euch hier so einen Quirl und eine Bohrmaschine zu kaufen und damit könnt ihr dann einfacher euer Gebinde aufrühren. Das ist dann wesentlich einfacher als mit der Kelle. Da rührt ihr euch nämlich im wahrsten Sinne des Wortes dumm und dämlich. Aber da ich hier ein kleines Gebinde nur anmische oder eine kleine Menge, weil ich es euch nur demonstrieren will, nehme ich hier eine Spachtel, einen Gipsbecher. Die sind mir sowieso am liebsten, da man sie hin und her biegen kann und ausgehärteten Gips so oder Spachtelmasse dementsprechend auch einfach wieder aus dem Becher entfernen kann. So, ich nehme hier eine gewisse Menge. So viel, auf keinen Fall zu viel hier reinmachen, denn es muss ja noch Wasser mit dabei. Dann lieber wieder etwas zurück in den Sack. So, dann nehmen wir etwas Wasser, fügen es hinzu und verrühren die Masse langsam oder rühren sie langsam auf, bis sie einen komplett durchmischten, nennen wir es einfach mal Brei oder ein komplett durchmischtes Gebinde ergibt. Eventuell dann nochmal Wasser nachgießen oder wenn es zu feucht ist, nochmal etwas Spachtelmasse nachfüllen. Es sollte alles in allem eine ziemlich sämige Konsistenz haben, sodass ihr vernünftig arbeiten könnt. Ist es zu flüssig, läuft es euch von der Wand. Ist es zu fest, klumpt es beim Spachteln. Das ist beides zu vermeiden. So, in meinem Fall wird es jetzt schon wieder viel zu fest. Ich kann die Spachtel kaum noch drin bewegen. Also gebe ich hier nochmal etwas Wasser hinzu. So, wichtig ist es hierbei trotzdem noch darauf zu achten, dass man keine Klumpen in der Masse hat. Man sollte sie wirklich so aufrühren, dass sie komplett durchmischt ist. Es dürfen keine trockenen Rückstände hier drin sein. Das wirkt sich dann extrem negativ beim Spachteln auf. Das zieht dann Rillen in eure Spachtelfuge und macht wahnsinnige Schwierigkeiten. Also vernünftig aufrühren. Wenn wir das dann gemacht haben, sieht das in etwa so aus. Und hiermit können wir jetzt loslegen. So, für das Spachteln verwende ich eine ganz normale Kelle, Spachtelkelle. Die sollte, wenn möglich, nicht verrostet sein. Ich benutze gerne nicht rostende Kellen, da, wie schon gesagt, das Rostproblem dann beim Spachteln auftritt. Also verwenden wir jetzt unsere Kelle, nehmen hier unsere Spachtelmasse und bringen etwas davon auf die Kelle auf.
Nun setzen wir unsere Kelle einfach hier an und drücken das in die Fuge ein. Nachdem wir das eingedrückt haben, ziehen wir es so glatt wie möglich und spachteln dann zu den nächsten Rändern weiter. Hier kann ich noch mal einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr befürchten müsst, dass die Ritze aufreißen können, gibt es hier solche Drainagebänder. Das ist auch eine feine Geschichte. Das demonstriere ich euch hier mal. Die kann man sich jetzt auf die Länge abschneiden, wie der Spalt halt ist in den Gipskartonplatten, und kann diese nun in das frisch gespachtelte Material einfach hier eindrücken. Das lässt man jetzt ganz leicht anziehen und überspachtelt das dann nochmal mit etwas Spachtelmasse leicht über. Da müsst ihr aber darauf achten, dass ihr immer entgegengesetzt zu diesem Drainageband spachtelt. Würdet ihr jetzt so spachteln, zieht ihr das Drainageband wieder aus der Fuge heraus. Also quer dazu verspachteln oder verreiben, nennen wir es einfach mal so, bis es komplett mit Spachtelmasse gefüllt ist. Und so könnt ihr das jetzt aushärten lassen. Der Vorteil halt jetzt von so einem Drainageband ist, an der Stelle reißen euch die Gipskartonplatten nicht mehr so schnell auf oder auseinander. Das passiert dann oft, man hat drüber tapeziert oder geputzt und früher oder später arbeitet dann das Bauwerk und an den Stellen reißt euch dann da die Wand auf. Das sieht sehr unschön aus und kann man damit etwas in den Griff bekommen. Natürlich Riesenbewegungen kann auch dieses Band nicht aufnehmen. Ich für meinen Teil bevorzuge deshalb die Variante, zwei Gipskartonplatten immer versetzt zueinander aufzumontieren. So hat man dann eine doppelte Lache und die untere Lache hält die obere Lache. Somit habe ich das Rissproblem sehr gut umgangen. Aber wie gesagt, mit dem Drainageband kann man da auf jeden Fall nochmal gut nacharbeiten. So, ich habe hier nochmal einen kleinen Zusatztipp. Vor dem Verspachteln oder mehr zu sagen, während dem Anbringen der Gipskartonplatten kann man das schon mal machen, nur damit die Fugen nicht aufplatzen oder aufreißen. Ich zeige es euch hier mal. An solchen Stressstellen, also hier baue ich jetzt wie so eine Art Säule, nehme ich dieses Gewebeband und bringe das hier an und hier und mache dann meine zweite Lage Gipskartonplatten drauf. Dadurch habe ich dann nochmal eine zusätzliche Verbindung über die Ecke oder über zu viele Stückelstellen, wie zum Beispiel hier. Damit kann dann die Kante oder die Ecke nach dem Verspachteln hier nicht mehr aufplatzen und die Gipskartonplatten haben dadurch nochmal eine größere Stabilität. Man kann das auch jetzt hier an solchen Fugen machen. Wenn man hier eine zweite Platte aufbringt, kann man dann mitunter hier auch einfach nochmal so ein Gewebe drüber machen unter der Platte, damit man nochmal hier eine zusätzliche Stabilität erzeugt. Wie gesagt, an Kanten kann das nur von Vorteil sein oder auch an kleineren Übergängen, wie zum Beispiel hier oben mache ich das auch so. Hier habe ich die zweite Lache Gipskarton schon aufgebracht, habe hier nochmal so ein Gewebe aufgebracht unten drunter und lege hier dann die zweite Platte darüber. Das Gewebe übrigens klebe ich mit Spezialkleber oder Klebeschaum einfach an, lege die zweite Platte Gipskarton drüber und schraube sie dann an. So kann dann der Schaum auch nicht mehr drücken und habe dadurch eine ziemlich massive Verbindung und nichts reißt mehr auf. So, als nächstes möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, was man mit solchen Ecken hier macht oder Kanten. Die sollte man auf keinen Fall so lassen, wie sie sind, denn die Gipskartonplatte ist an der Stelle nicht stabil genug, um diese Ecke im wahrsten Sinne des Wortes scharfkantig aufrecht zu erhalten. Dann gibt es hier diese Eckschienen, die kann man da als Verstärkung nochmal aufbringen und über die spachtelt man dann einfach drüber und hat damit eine vernünftige Ecke. Die anzubringen ist eigentlich relativ einfach. Man hält sie hier dran, schneidet sie mit einer ganz normalen Blechschere oder mit einer sehr stabilen Schere zu und kann diese nun mit einem, empfehle ich zumindest, mit einem Tacker einfach hier antackern und dann einfach überspachteln. Es gibt auch die Methode, vorher Spachtelmasse hier aufzubringen und dann die Schiene einzudrücken. Das funktioniert aber nur an den Stellen, wo wirklich alles perfekt gerade ist. Sollten dann hier irgendwelche Unebenheiten auftauchen oder die Schiene schon geknickt ist sein, so kommt ihr dann in Probleme, weil wenn ihr unten die Schiene randrückt, drückt sie sich oben wieder weg und so weiter und so fort. Und die Spachtelmasse härtet ja dann doch nicht so schnell aus, sodass ihr dann hier ziemlich Probleme
bekommt. Man kann sie aber auch alternativ mit Baukleber ankleben. Es gibt auch Klebeschaum, aber hier sollte man ein bisschen aufpassen, denn der meiste Schaum drückt. Habt ihr die Leiste angeklebt, kann es sein, dass sie dann sich wieder etwas abstellt von dem Rand. Und das sollte man sich überlegen, da muss man sich gut informieren, dass man das richtige Zeug verwendet. Am einfachsten ist immer noch die Variante mit einem ganz normalen Tacker mit zwei, drei Klammern angeschossen und überspachtelt. Das war's. Aber ihr solltet, wenn möglich, nicht mit dem Tacker in nasse Spachtelmasse einschießen, weil dadurch der Tacker meistens rostet und ihr könnt ihn dann am nächsten Tag nicht mehr einsetzen. Also im trockenen Zustand aufbringen, anschießen und einfach überspachteln und schon ist das Problem gegessen. Auch ein wichtiger Punkt beim Verspachteln der Wände sind hier diese Schraubenköpfe. Die müsst ihr auch mit überspachteln, da sie meistens etwas vertieft in den Platten einsetzen. Haben wir hier einen Hohlraum. Wenn ich hier drüber tapezieren würde, könnte man dann mit dem Finger die Tapete an der Stelle eindrücken. Oder wenn ihr drüber putzt, bekommt ihr Probleme, weil an der Stelle zu viel Putz eingebracht ist und der nicht so schnell trocknet. Also auch die Schraubenlöcher oder wenn man sagen, die Schraubenköpfe zuspachteln, das geht auch einfach überziehen. Etwas antrocknen lassen und dann meistens, oder so würde ich es zumindest empfehlen, mit der Hinterseite der Kelle den Überstand abstoßen und nochmal leicht überspachteln. Das aber erst, nachdem es etwas angehärtet ist. Somit habt ihr eine saubere, planere Oberfläche und müsst hier nicht so viel schleifen. Denn wenn nun eure Verspachtelung abgetrocknet ist, kommt es darauf an, was ihr dann aufbringen wollt. Meistens wird drauf tapeziert oder ein feiner Putz aufgebracht. Da muss die Fläche natürlich absolut glatt sein. Hier müsst ihr dann schleifen. Das kann man von Hand machen oder es gibt auch schöne Maschinen, mit denen man das machen kann. Die kriegt man im Verleihhandel oder in Baumärkten ausgeliehen. Die sollte man auf keinen Fall kaufen, denn die sind eindeutig zu teuer. Und die Billigteile, die man da kaufen kann, die tauchen nicht besonders viel. Hierbei solltet ihr aber wirklich darauf achten, dass ihr sauber verspachtelt habt und auch sauber eure Spachtelmasse komplett abgezogen habt. Denn wenn ihr hier zu viele Überstände habt, braucht ihr dann beim Schleifen sehr viele dieser Schleifplatten, Schleifbänder und die sind mitunter verdammt teuer. Also sollte man hier schon im Vorfeld sauber arbeiten und dann hat man im Nachhinein einen Haufen Kosten und Zeit gespart. Besonders für die Leute, die sowas von Hand abschleifen, da ist man ja wirklich ewig dran. So, nachdem nun unsere Spachtelmasse einigermaßen in den Fugen angezogen hat, also noch nicht komplett durchgehärtet ist, nehmen wir eine Spachtel und stoßen sämtliche überstehenden Ränder, wie wir das hier sehen, einfach ab. Somit machen wir die Fläche nochmal etwas planer und überspachteln diese Stelle jetzt nochmal fein mit etwas Spachtelmasse. Somit wirken wir der Schrumpfung etwas entgegen, denn wenn die Flüssigkeit aus der Spachtelmasse austritt, wird die ganze Konsistenz hier drin zieht sich halt, wie gesagt, zusammen und dann fällt die Naht nach innen ein. So hat man dann immer eine Unterwölbung. Um denen jetzt etwas entgegenzuwirken, zieht man jetzt hier nochmal eine feine Lage auf und verspachtelt sie großflächig. Somit macht man die Fläche wesentlich ebener und kann dann beim Schleifen halt ein besseres Ergebnis erzielen. Diesen Vorgang wiederholt ihr so oft, bis die Fläche wirklich absolut plan ist. Umso sauberer ihr hier arbeitet, umso besser wird halt dann auch euer Ergebnis. In meinem Fall habe ich jetzt etwas zu früh reagiert. Das war noch nicht komplett ausgehärtet. Wir sehen, dass ich hier schon wieder einige Unebenheiten reingebracht habe. Also ihr müsst wirklich warten, bis es einigermaßen angezogen habt und dann einfach mit der Spachtel den Überstand abstoßen, überspachteln, anziehen lassen und dann verschleifen. Nochmal ein kleiner Zusatztipp, weil wir es jetzt hier sehen, meine Hände sind ziemlich mit dieser Spachtelmasse eingeschmutzt. Für Leute, die das nicht vertragen, zieht einfach Einweghandschuhe an. Es gibt halt mit den Einweghandschuhen ein bisschen Probleme, man kann da nicht mehr so schön arbeiten, aber es ist besser, als wenn man dann irgendwelche Reaktionen an den Händen hat. So, das war es heute wieder von meiner Seite. Hier unten findet ihr wie immer ein paar Videos zu einem ähnlichen Thema und üben die Playlist und drüben meine anderen Kanäle. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal vorbei. Wenn ihr Lust auf mehr Videos von mir habt, abonniert einfach meinen Kanal oder stöbert mal meine schon hochgeladenen Videos. Ich habe einen Haufen interessantes Zeug oben. Und wie gesagt, das war es heute von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.